ist echt ein sehr interessanter Weg. Wir haben noch keinen Schlafplatz, dafür haben wir eine richtig geniale Aussicht. Es ist gestern leider vieles noch schief gegangen ab Sonnenuntergang. Ach, schlechte Nachricht. Die Speiche, an der hier der Möbel hing, wo ist welche Vase? Die hier ist gebrochen. Ach komm, ich gehe einfach mal mit Schuhen rein, was soll das? Das ist ein bisschen Frische während der Fahrt. Da, apropos Fische, da sind Fische. Ich kenne mich mit gerissenen Ketten nicht aus, aber ich glaube, die sehen so aus. Ah, da habe ich natürlich jetzt richtig Bock zu, ne? Option 1 ist, ich breche die Tour hier jetzt ab, fahre mit dem Zug nach Hause. Einen wunderschönen guten Morgen aus Bingen. Ah, Mist, ich muss gleich wieder absteigen. Hier ist nämlich fieser Schotter. Fieser Schotter ist gefährlich für mich, aber es ist egal, dann schiebe ich halt. Ja, wir reisen jetzt weiter. Alles zusammengepackt. Campingplatz hat mir sehr gefallen. Die zwei Nächte hier auch. Nette Leute kennengelernt. Tatsächlich gibt es hier ganz schön geiles Essen, nämlich so mega geile Spießbratenbrötchen. Mmh, die waren durchaus sehr, sehr lecker. Heute geht es dann durch den Bereich, den wir gestern schon mal gelaufen sind, ein Stück, durch ein Naturschutzgebiet. Und ja, dann wahrscheinlich mal ganz kurz durch Mainz und oder Wiesbaden, mal sehen. Bleiben werde ich da wahrscheinlich nicht, das ist jetzt erstmal der Plan. Warte hier, Ronny. Jetzt kannst du. Und Gas, vamonos. So, dieser kleine schwarze Hund, der möge sich bitte in dem Fahrzeug befinden. Was? Rainer. Ah, vielen Dank. Ich räume das da gleich ein bisschen auf, muss ich nicht, sagst du? Wir sind jetzt wieder am richtigen Rhein. In Budenheim, glaube ich, heißt der Ort. Ist auch ein Boxenstopp-Café, aber ich mache gleich, ich habe noch Brötchen vor dem Campingplatz. Die werden gleich mal schnabuliert. Ja, wir sind jetzt gerade an so einem Nebengewässer vom Rhein, glaube ich, lang gefahren. Wunderschön. Viele, na, wie heißen sie? Seerosen. Seerosen und Algen und sowas. Jetzt geht es offensichtlich das letzte Stück richtig wieder am Rhein. Aber so ist natürlich Rheinradweg auch wieder schön. Ist das hier unsere Pausestelle? Ich glaube, das ist so. Oh, ja, das macht Spaß mit diesem Gespann. Ja, richtig gut. Dafür ist es gemacht. So, hier bleiben wir stehen. Komme ich nie wieder raus? Gar nicht, ne? Hallo rein. Geh ruhig rein! Mach ich mal hier die Handbremse fest, nachher fällt uns das da noch rein. Und jetzt gibt es Mettbrötchen. Frühstückspause, 12:45 hier. Mainz ist also die Landeshauptstadt. Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht heißt es deswegen Mainz. Oder wegen dem Main, der hier lang läuft. Das kann wahrscheinlich niemand. Darf ich hier fahren? Jo, ich darf hier fahren. Das ist nett von dir, Mainz. Ja, eigentlich will ich ja nicht in Hauptstädte reinfahren, aber da heute Sonntag ist und ich Hundefutter brauche, ist wohl die einzige oder die beste Chance irgendein Kiosk in der Stadt. Also fahren wir mal rein. Ja, ihr habt es ja vielleicht bisher schon mitgekommen. Großstädte sind nicht so meins. Aber meins ist ganz okay bisher. Ganz hübsch. Wir laufen jetzt irgendwie hier durch die Altstadt. Zum Mainzer Dom, glaube ich. Den Tipp habe ich gerade bekommen.
Ich glaube, das ist der Mainzer Dom. Kann das sein? Da kann man auch rein. Muss man aber nicht. Ah, schöne Innenstadt. Tatsächlich kann man nicht meckern. Und mir wurde auch eben gesagt, die gesamte Altstadt ist praktisch autofrei. Allerhöchstens mal ein Bus oder ein Anlieger darf hier durch. Das macht es natürlich für den Radreisenden ganz schön hier. Ui. Das ist aber mal ein kunstwerkliches Kunstwerk hier. Was ist da dran alles? Goblins. Kleine Elfen oder was auch immer es ist. Ueskische Trufle Rossmann. S'il vous plaît. Donde está Rossmann? El Rossmann. Erste Etage rechts. So, du lässt dich nicht klauen? Bleib wieder da. Mission Hundefutter abgeschlossen, Mission Ordnungswidrigkeit auch, war aber keine Absicht. Ich schwöre, ich habe das Schild nicht gesehen bis jetzt. Als nächstes Mission Stadt verlassen, weil Stadt ist nicht meins. Schotter. Nicht gut. Ich hoffe, der Weg wird wieder besser. Ja, und dann ist bei mir jetzt auf jeden Fall der Essensplan im Kopf aktiviert. Das Programm läuft. Hunger ist noch nicht so da, aber der Wille, etwas zu essen, ist jetzt sehr ausgeprägt. Das heißt, die nächste Möglichkeit zum Essen, Trinken, Akkuladen werden wir dann nehmen. Barney ist auch schon irgendwie da im Wasser. Man sieht ihn aber jetzt nicht mehr, weil er hinter dem Baum ist. Schöner Sandstrand. Barney will hier bleiben. Ich vielleicht auch. Ich werde mal trotzdem noch ein paar Kilometer fahren und mal in alle Richtungen hier gucken. Ich glaube aber, der nächste Ort kommt auch erst in 12 Kilometern oder so. Ich habe ja noch die Nudel. Tja, weiß ich noch nicht. Es gab lecker Käsespätzle. Hier heißen die noch Käsespätzle und noch nicht Kässpätzle. Aber das kommt auch noch. Ich habe mich jetzt entschlossen, vom Rhein ein bisschen wegzufahren und ein ganz bisschen ins Inland zu fahren, und zwar um einen Schlafplatz zu finden, und zwar einen legalen. Weil wir hier in der Weinregion sind, mal Parkmöglichkeit, Schlafmöglichkeit beim Winzer ausprobieren. Da habe ich mir jetzt was rausgesucht, ein Ort in der Nähe sind noch, ich weiß gar nicht, steht hier 3 Kilometer, wir sind schon da. Dann muss das ja der Ort sein, der hier jetzt vor uns liegt wahrscheinlich. Ja, vorbei mit schön ausgebautem Rheinradweg. Vorbei die schönen Zeiten. Der Wunsch nach dem Cross-E-Bike wird lauter. Thank you.
schwarzer, süßer Hund hat ein Fell, das ist so super dunkel. Kleiner, schwarzer, süßer Hund möge er sich ein Nest bauen. Ja, gut, kann ja mein Zelt auch schon mal aufbauen. Blöd. Also, blöd weiß ich auch nicht. Aber so die Versuchung, da irgendwann mal rüberzukommen, ist schon hoch. Ich weiß halt auch nicht, vielleicht ist dieser Bahnübergang halt auch gar nicht mehr aktiv. Ah, ich muss den Hebel drücken. Oh, vielleicht liegt es daran, dass es nicht funktioniert. Alter, ich bin so ein Idiot. Ich bin einfach nur dumm. Ah. Oh, da hätte ich auch noch lange warten können. Verdammt. Verdammt sei meine Dummheit. Aber man lernt ja nie aus. Ah, das ist echt ein sehr interessanter Weg. Und so, ich sehe auch gar nicht so viel trotz Sonnenbrille. Das ist ja ganz nach meinem Geschmack, so vom Naturgrad. Und ohne Hund geht's auch zu fahren. Aber auf solchen Wegen macht man natürlich keine 50 oder 100 Kilometer am Tag. Aber es sind auch nur noch 3 oder so. Wir haben noch keinen Schlafplatz, dafür haben wir eine richtig geniale Aussicht. Da links hinter dem oder vor dem Berg verläuft der Rhein. Da hinter uns geht gerade die Sonne unter. Ja, das mit den Weingütern hat nicht so gut geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe. Bei dem einen sind die Betreiber gerade im Urlaub und die anderen beiden waren wirklich nur für Wohnmobile gemacht, also Schotterplatz und kein Garten, keine Wiese. Ich habe es mir auch verkniffen, jetzt eine Flasche Wein zu kaufen. Ja, bitte, Ball! Warum läufst du denn aufs Fahrrad? Das war übrigens der erste Treffer erst. Ich hätte es schon öfter erwartet. Kannst du nicht aufs Fahrrad laufen, Mann? Hier, du bist ein Hasenlippe. Ja, jetzt geht's doch wieder runter zum Rhein. 20 Kilometer sind jetzt noch der neue ausgewählte Schlafplatz. Wobei ich aber nicht glaube, dass ich da wirklich hinfahre, sondern das nehme ich jetzt nur mal so als Richtung und halte hier jetzt mal ein bisschen die Augen offen, ob ich hier was Geeignetes finde. Problem ist halt, hier ist Ackerfläche oder Weinrebe und einfach gar keine Wiese. Ist halt so im Weingebiet wahrscheinlich. Ja, mal gucken, ob ich trotzdem irgendwas Schönes finde. Bald wird es dunkel und vorher sollte ich auf jeden Fall was gefunden haben. Das wäre richtig gut. Tschüss, Sonne. Jetzt wird es interessant. Hier ist weit und breit nichts. Vielleicht da in der Obstwiese. Ja, vielleicht ist das der beste Plan. Ja, ich glaube schon. Ansonsten ist hier weder Baum noch Wiese noch irgendwas. Ich werde mal da jetzt immer kurz über den Berg gucken, ansonsten nehme ich da die Obstwiese. Einen wunderschönen guten Morgen aus Worms. Guten Morgen auch der Hund, der sich in meinem Schatten versteckt. Ganz einfach, es ist 8 Uhr, es ist unendlich heiß und ich bin unendlich kaputt. Richtig kaputt. Es ist gestern leider vieles noch schief gegangen ab Sonnenuntergang. Das Ergebnis sehen wir hier. Das sieht eigentlich ganz beschaulich aus. Allerdings waren wir hier, wir sind jetzt in der Nähe von Worms, also zurück an Rhein gefahren. Wir waren so spät da, dass ich nicht mal geguckt habe, wo Osten ist und hier ab 6 Uhr die volle Sonne auf mein Zelt bekommen habe. Ja, ich bin ganz schön kaputt. Das waren viele Kilometer gestern und die Schlafplatzsuche hat das erste Mal so richtig nicht funktioniert. Auf der Obstwiese habe ich mich kurz niedergelassen, beziehungsweise nur kurz gehalten. Und ja, dann kam auch relativ bald jemand vorbei, der meinte, was ich denn hier so wolle.
Und habe ich gesagt, naja, also vielleicht würde ich mich hier gerne mein Zelt hinlegen. Das können Sie komplett vergessen. Alles klar. Dann bin ich weitergefahren und irgendwie durch diese Sache bin ich dann halt auch nicht nur irgendwie einen Kilometer weitergefahren, sondern ich wollte dann da halt erstmal weg und habe erstmal festgestellt, die ganze Gegend, wo ich gestern war, sind halt Weinberge, dazwischen Ackerfläche. Da gibt es praktisch keine Weidelandschaft. Ich weiß nicht, ob da nicht genug Wasser ist oder ob das Weinland einfach zu wertvoll ist. Sprich, einen Platz zum Zelten zu finden, das war da gar nicht so einfach. Dann wurde es dunkel, da habe ich mir gesagt, okay, hier in Worms, da war ich schon mal, hier kenne ich ein bisschen die Umgebung. Da ist irgendwo so ein Landschaftsschutzgebiet und da werde ich bestimmt eine abgeerntete Wiese finden. Und ja, das ist unsere abgeerntete Wiese. Bilder gibt es von dem ganzen Szenario gestern nicht, aber wir waren um 22.30 Uhr hier. Akku ist leer, den anderen Akku habe ich mit der Goal Zero gestern Abend noch 50-60% vollgeladen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Strom brauchen. Da ich heute echt kaputt bin, werden wir heute nicht viele Kilometer machen. Ich habe mir jetzt einen schönen Naturcampingplatz ausgesucht. Ich hoffe, der ist auch so schön, wie es im Internet steht. Der ist 30 Kilometer von hier und ja, da werden wir uns jetzt auch relativ bald auf den Weg machen. Das wird nämlich nicht kühler heute. Das wird heute richtig eine Hitzeschlacht. Der Hund hat sich schon da wieder irgendwo ins Gebüsch verkrochen. Oder? Ja, niemand weiß, wo der Hund da. Okay, er hat sich hinter den Anhänger verkrochen. Weil er nicht der dümmste Hund ist, das muss man auch sagen. Schattenhund? Ja. Ja, wir überqueren jetzt den Rhein. Das ist anstrengend. Der Akku nimmt die Unterstützung immer wieder weg. Jetzt geht's rüber nach Worms, in den Ort. Irgendein schattiges Plätzchen mit Strom und Kaffee suchen. Und dann gucken wir mal weiter. Wir sind noch in Ludwigshafen. Es gab jetzt gerade erstmal ein bisschen Essen. Oh, und ein bisschen Akku nachladen. Und jetzt geht's auf zum Campingplatz. Da habe ich schon angerufen. Ab 15 Uhr kann ich da rein. Das ist in einer Stunde. Ich brauche noch eine Stunde. Also auf dahin. Schlechte Nachricht. Die Speiche, an der hier der Möbel hing. Wo ist welche Vase? Die hier ist gebrochen. Das wird ja lustig. Man kriegt ja auch so leichten Termin in der Fahrradwerkstatt. Doof. Wieder mal eine Nebenmission, ne? Die beiden da vor mir sind auch auf dem Weg zum Bodensee. Ist gerade ein bisschen unterhalten bei der Pause. Die machen Luxusvariante, was ich auch voll verstehen kann und genauso cool ist. Sie haben 2 Wochen Zeit. Und haben keine Zelt- und Campingausrüstung dabei, sondern gehen abends ins Hotel. Ja, trotzdem haben die eine richtig geile Zeit. Die sind jetzt Tag 3 unterwegs und haben jetzt schon gesagt, boah, das war so gut. Auch wenn man nur eine Woche oder 2 hat. Ich habe schon ganz viele Leute getroffen, die mir gesagt haben, boah, ja, schon geil, was du da machst, aber wie soll ich mir die Zeit dafür nehmen? Wie kann ich das machen? Man muss das hier ja auch nicht 3.000 oder 4.000 Kilometer lang machen. Das hat bei mir wirklich ab dem ersten Tag angefangen, richtig geil zu sein und wurde dann halt einfach nur noch besser. Aber dann ist es halt nur 3 Tage geil bis besser, wenn man nur 3 Tage hat. Und ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Altrip, Rhein-Pfalz-Kreis. Noch 1 Kilometer bis zum Campingplatz. Der Akku gibt doch pünktlich auf. Also noch unterstützt er ein bisschen. Aber hat seine Aussetzer. Einen wunderschönen guten Morgen vom Campingplatz Blaue Adria in Altrip, glaube ich. Wir haben ja gestern es geschafft, uns noch einen Busch zu schnappen, der ein ganz bisschen Schatten spendet im Morgen, damit der Hund nicht komplett verglüht.
bauen uns hier gerade ab. Gestern ist ja die Speiche hinten gebrochen. Ich habe aber Glück gehabt und habe in der Nähe eine Fahrradwerkstatt gefunden, die sich das heute noch angucken können und womöglich auch reparieren. Ja, leider hat sich auch herausgestellt, dass das Solarpanel nicht mehr das tut, was es tun soll. Deswegen funktioniert meine energieautarke Mission auch gar nicht. Also ich kriege jetzt gerade 20 Watt rein. Besser als nichts. Reicht zum Handyladen, reicht zum MacBook-Laden. Reicht aber garantiert nicht fürs Fahrrad. Das heißt, bei Zeiten muss da auch mal irgendwie ein neues Panel drauf. Ja, wir bauen uns jetzt hier gleich ab. Kaffee wird noch ausgetrunken. Der steht übrigens so da. Sieht alles hier ein bisschen chaotisch aus, aber so ist das halt. Wenn der Kaffee leer ist, kommt das alles auf den Bock. Dann fahren wir in die Fahrradwerkstatt. Und dann schauen wir mal, was die da so für uns haben. Hitze wird heute auf jeden Fall wieder sein. Sind jetzt schon wieder 30 Grad oder so. Und das bleibt auch die ganze nächste Woche so. Eigentlich wollte ich an solchen Tagen gar nicht fahren, aber dann bleibe ich halt für immer hier, bis der Sommer aufhört. Also müssen wir uns der Hitze stellen. Hilft nix. Das hier ist übrigens die blaue Adria. Ich denke mal, danach ist der Campingplatz benannt. Ist wahrscheinlich der wunderschönste See, den ich in den letzten 5 Wochen gesehen habe. Das Wasser ist so angenehm klar und kühl und ach, das ist richtig schön mit Sandstrand. Hunde sind hier sogar erlaubt, selbst kleine Schwarze. Ach komm, ich gehe einfach mal mit Schuhen rein, was soll das? Das ist ein bisschen Frische während der Fahrt. Da, apropos Frische, da sind Fische, Fische, Fische. Wichtig ist, dass die Radlerhose auch mit im Wasser ist. Ah, kalt. Frisch, frisch, frisch. Wunderschön hier. Eigentlich würde ich hier noch gerne einen Tag bleiben, aber heute ist Fahrradreparaturmission. Und Hitzeschlacht, Hitzeschlacht, Hitzeschlacht. Wir haben jetzt einfach eine ganze Woche Hitzeschlacht. Es wird jeden Tag über 30 Grad sein. Da werden wir uns wohl dran gewöhnen müssen. Ach, das ist angenehm. Das gibt mal saubere Füße. Stinkende, saubere Füße. Ja, leider hat jetzt auf dem Weg zum Fahrradladen der Antriebsstrang hier versagt. Aber ich glaube, dass wir das irgendwie hier wieder... Ah, das ist ja nicht so geil. Kriegen das jetzt wieder da drauf. Mr. Kette, wie kommst denn du? Oh, da muss ich das jetzt abschrauben hier, oder was? Gute. Matschi-Fatschi an der Hand. Und nichts, was das lösen kann. So, da ist er schon mal drauf. So, hier ist er auch wieder drauf. Wie ist denn das jetzt passiert? War ja nur unnötig, ne? Noch keine Zeit. Wir müssen die tatsächlich bis zum Mittagspause da sein. Gucken, ob das jetzt hier wieder antreibt. Jo. Viel besser. Nein. Doch. Sehr gut. Ja, Weg nach Mutterstadt. Richtig schön. Also sehr gut ausgebauter Radweg, obwohl wir hier jetzt weit weg vom touristischen Rhein sind. Und ein bisschen Schatten vor allem, das ist sehr schön. Ja, das Universum versucht mich wohl zu testen. Kette ist sehr gerissen. Also, ich kenne mich mit gerissenen Ketten nicht aus, aber ich glaube, die sehen so aus. Ah, da habe ich natürlich jetzt richtig, richtig, richtig Bock zu, ne? Ich glaube, die ist gerade gerissen, weil sie schon wieder rausgeschnitten. Nee, ach du Scheiße, da ist ja alles zerbogen. Oh Kinder, was ist denn da los? Oh nein. Shit. Nix gut. Ach Mist, das sieht nicht gesund aus hier hinten. Das sieht gar nicht gesund aus, was jetzt hier passiert ist. Das sieht nach stark beschädigt aus. Ah, nicht dein Ernst. Na, geh du mal raus, Huni. Ja, wie so immer im Leben, genau, wie so immer im Leben,
wie so oft im Leben, war ich wieder schön selber schuld. Ich hatte am Campingplatz jemanden, der sich mit Fahrrädern auskennt. Der hat mir gesagt, du, mit der Speiche, mit der gebrochenen, kannst du schon fahren. Achte aber bitte darauf, dass du die abknipst, weil sonst kann die sich nämlich, wo ist denn das blöde Scheißding, kann die sich hier irgendwo verfangen. Und das hat sie gemacht. Hier ist jetzt die ganze Schaltung abgebrochen. Und ich wette, dass meine kaputte Speiche, die hier, ursächlich dafür war. Und ganz ehrlich, hier fehlt noch eine Speiche, hier fehlt noch eine Speiche. Ach du grüne Neune. Das wird jetzt eher eine längere Pause wahrscheinlich. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier wegkomme. Das werde ich hier nicht reparieren können, logischerweise. Das ist hier abgebrochen. Und das wird auch keine Reparatur von einer Stunde, glaube ich. Föhn. Ganz Föhn. Was sagt der Hund dazu? Wie, du kackst da hin? Du kannst doch nicht direkt hier... Ja gut, hier ist Mülleimer. Ich mach's weg. Ich mach's weg. Ich habe sonst nichts zu tun. Ja, so kann's kommen. Ich bin auf einer Skala von 1 bis glücklich eher so 1. Das gebe ich ganz offen zu. Aber gut, kannst du nichts machen. Kannst du machen, nichts, alle kaputte. Alle kaputte, muss heile machen. Musst du finden jemand, der heile macht. Musst du finden jemand, der hat Anhänger, der dich nimmt zur Werkstatt und du machst heile. Für ganz wenig Geld. Ja, von wegen ganz wenig Geld. Shit. Kleines Update von der Panne. Fahrrad ist kaputt, Fahrrad bleibt kaputt. Ich habe Komoot Premium Service, das ist sehr, sehr cool. Die schleppen mich jetzt hier weg in eine Werkstatt meiner Wahl, die das Fahrrad repariert. Und Reparaturkosten bis zu 500 Euro und Unterkunft werden übernommen. Das ist die gute Geschichte. Auch die gute Geschichte ist, dass jetzt hier schon mehrfach Leute angehalten haben, mir helfen wollten. Das ist auch gut. Nicht ganz so gut ist die Verfügbarkeit von Werkstätten. Also, das hier ist ja nun wirklich, meine, das hängt normalerweise nicht da unten, sondern das ist irgendwo hier so befestigt, da wo es nämlich abgebrochen ist. Und dazu braucht man ja erstens Ersatzteile und zweitens jemand, der die Ersatzteile anbringt. Und da sind wir jetzt gerade bei dem Problem der kompletten Überlastung aller Fahrradwerkstätten, die es gibt. Im Moment sieht es so aus, als hätte ich folgende Option. Option 1 ist, ich breche die Tour hier jetzt ab, fahre mit dem Zug nach Hause, lasse das Fahrrad hier stehen. Ich weiß es noch nicht, wie ich das mache. Irgendwo unterstellen, dass ich es mit dem Auto abhole. Option 2 ist, ich warte 4 bis 8 Wochen, bis mein Fahrrad repariert wird. Ist keine Option. Option 3 ist, ich habe riesengroßes Glück. Die Frau am Telefon bei Fischer in Landau, wo ich jetzt vielleicht hingeschleppt werde, war sehr freundlich und hat versucht, die Fahrrad halt so hoch priorisieren, wie es geht. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das in unter wenigen Wochen geht. Ja, und die letzte Option, und ich glaube, das wird auch mein Favorit. Ich habe ja schon seit ein paar Kilometern mit einem neuen Fahrrad geliebäugelt und habe da auch ein ganz konkretes Modell im Auge von dem, was ich mir habe sagen lassen. Und das ist bei dem Händler hier in der Umgebung, wo ich jetzt gerade hin auf dem Weg war, tatsächlich sofort verfügbar im Sinne von, kann ich heute mitnehmen. Ja, es kann also wirklich passieren, dass Wheelhelm heute ausgedient hat. Ich weiß noch nicht, was ich dann mit ihm mache. Ich den dann irgendwie bei eBay versuche zu verkaufen als defekt mit 2 Akkus und gucke, dass ich da noch ein bisschen was für kriege. Ja, ich dachte echt, ich fahre zum Fahrradladen und kriege eine neue Speiche und fahre weiter. Wäre auch so gewesen, hätte ich diese blöde, defekte Speiche abgeklemmt. Ist jetzt aber halt nicht so. Lass uns mal gucken, wie es weitergeht. Aber ganz sicher ist, dass es weitergeht. Ich werde jetzt die Tour hier nicht abbrechen. Das ist keine Option. Mal gucken, sehen wir gleich. Memo an mich selbst, ADAC Plus Mitgliedschaft kündigen und Komoot Premium kündigen. Leider ist es so, also kommen wir erstmal zum ADAC. Kommen wir erstmal zu Komoot. Ich habe mich ja wirklich vorhin sehr, sehr gefreut, dass ich da komplett abgesichert bin, Reparaturkosten übernommen werden
und ich dahin geschleppt werde. Und das, ich habe denen auch gesagt, hallo, es ist ein Hund, ein Anhänger, ein Fahrrad, ein Mensch und die müssen da und dahin. Ja, wer kommt natürlich? Der ADAC mit dem großen LKW. Der erste Spruch ist, oh, mit Anhänger. Ich gesagt, ja, habe ich doch gesagt. Ja, wusste ich nichts von. Ich gesagt, ja, wo willst du denn hin? Ja, nach Mutterstadt. Das ist übrigens, keine Ahnung, 7 Kilometer entfernt gewesen. 7 Kilometer, also nicht 70 oder 700. Und das war natürlich auch so mit der AXA, die diese Versicherung für Komoot macht, so besprochen. Der Fahrer wusste nichts, erst nur der Fahrer hat er mir zu verstehen gegeben. Ich habe gesagt, ach so, nee, er meinte eigentlich ziemlich deutlich, nee, Mutterstadt, das wird aber nichts. Ich gesagt, ja, das wird aber ziemlich sicher was. Dann sagt er, ja, da muss ich erst mal telefonieren. Gut, telefonier du mal. Also Sympathie war sofort da. Ja, dann hat er telefoniert. In der Zwischenzeit hat er natürlich meinen Hund auch gesehen, weil er hat ihn auch kurz gestreichelt. Und also es ist nicht so, dass er das nicht gewusst hat. Dann komme ich mit meinem Fahrrad. Dann überlegt er, wie er das jetzt auf seinen Trailer kriegt. Ja, frage ich mich auch. Ich dachte, ihr kommt mit einer Art Sprinter oder irgendwie sowas. Irgendwas Sinnvollem. Ja, ja, dann sagt er, ja gut, das kriegen wir schon hin. Ja, und dann wollte er da gerade anfangen. Und dann fing er, ja, was ist mit dem Hund? Ja, der muss auch mit. Ja, es geht nicht. Also Hund, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich den hier anketten? Und er hat gesagt, ja, weiß ich nicht. Bleibt Hund, muss hier bleiben. Ja, gut. Großes Frustlevel, ich war entsprechend sauer. Habe ihm dann auch meine Meinung gegeigt, dass das ziemlicher Quatsch ist, dass alle darüber informiert waren, was ich hier vorhabe, was ich hier mache. Und mir versichert wurde, dass ich Hilfe kriege. Ja, die Hilfe ist dann von dann gefahren. Er versprach, mich nochmal anzurufen. Das hat er natürlich nicht gemacht. Wollte ich auch gar nicht. Keine Nerven mehr auf diese Leute. Kommen wir mal ganz kurz zur ADAC-Geschichte davor. Wie vielleicht einige wissen, bin ich mit meinem Jeep an der Grenze von Spanien zu Frankreich liegen geblieben. Und da wurde ich auch nur so wegrasiert von denen. Abschleppen in die nächste Hinterwäldler-Werkstatt können sie, damit sie da schön ihre Diagnose für 120 Euro abrechnen können, um dann zu sagen, hey, es tut mir leid, aber ihr Auto ist, wir können nicht reparieren, es ist kaputt. Nee, das war Italienisch, Entschuldigung, sollte Französisch klingen, hat's nicht. Ist egal. Ende vom Lied meiner ADAC Plus Mitgliedschaft. Ich bin total abgesichert. In Südfrankreich war über 1000 Euro Hotelkosten. Nee, so viel waren es nicht, 600 glaube ich. Dann nochmal 800 für 3 Autowerkstätten, die alle die Hände über den Kopf geschlagen haben. Und mein Bruder hat mich dann aus Deutschland mit Trailer letztendlich zurückgeholt und hatte das Auto innerhalb von, weiß nicht, maximal 3 Stunden so, dass es startete und er wusste, wo der Fehler liegt. So, also ADAC, Komoot werden wir leider kündigen müssen. Was machen wir jetzt? Wir genießen hier diese wunderschöne Landschaft. So wunderschön, Thermaschinen, alles dabei. Es sind noch 4,3 Kilometer bis zu unserem Ziel. Das Ziel könnte vielleicht die Fortsetzung der Reise werden oder das Ende der Reise. Das wird sich dann am Ziel zeigen. Ich bin ja immer grundsätzlich positiv. Ich hatte eine super geile Zeit und bin voller positiver Energie. Aber jetzt gerade ist das Frustlevel auf Maximum. Trotzdem nicht so schlimm, dass ich jetzt deprimiert bin, sage ich mal. Aber Frust. Das darf man auch sein. Es ist im Übrigen sehr, sehr heiß. Aber das ist jetzt halt so. 4,3 Kilometer to go. Ach so, das hätte ich natürlich noch sagen müssen. Die AXA hat natürlich mir angeboten, einen neuen Abschlepper zu holen und da auch dafür zu sorgen, dass der Hund irgendwie mitkommt. Aber ich habe jetzt auf den ersten auch schon 1,5 Stunden in der Sonne gesessen und ich bin halt auch in 1,5 Stunden am Ziel. Dann kann ich da auch drauf danken verzichten. Vielleicht noch zur Relativierung, ne? Ja, trotzdem frustriert. Ah. So. Ja, vielleicht die letzte Fahrt mit Wilhelm. Wir sind jetzt, haben unser Ziel erreicht, der nächstgelegene Fahrradhändler. Wollen wir mal gucken, was es da so gibt. Vielleicht eine Alternative, vielleicht eine Reparatur. Mal sehen, gehen wir mal die Optionen durch.